Hi. Seid ihr bereit, mit mir über November 2023 zu sprechen? Was steht an? Was darf ich mit euch teilen? Welche Führung, welche Inspiration gibt es für diesen Monat? Wie ihr am Titel schon seht, ist nicht aufzuhalten, was kommt. Und es kann vielleicht erstmal beängstigend wirken oder Unbehagen auslösen. Naja, was kommt denn da, das nicht aufhaltbar ist? Und was wir gerade so sehen in der Welt, ist nicht unbedingt ermutigend. Wenn wir denken, es kommt mehr von dem, was jetzt da ist und das war's dann. Aber ich möchte mit dir teilen, dass das, was kommt, was auf die Menschheit zukommt, ist absolut wundervoll. Da, wo wir hinsteuern, das wird traumhaft. Und ich sage das, obwohl wir gerade scheinbar Anzeichen für die entgegengesetzte Entwicklung wahrnehmen oder sehen. Aber was viele noch nicht sehen, was aber letztendlich im Hintergrund oder so nebenbei geschieht, ist, dass durch all das, was wir gerade so schwierig empfinden, gerade so leidvoll empfinden, gerade wahrnehmen in der Welt als voll chaotisch, als völlig aus den Fugen geraten, als in Richtung von Freiheitseinschränkungen, Limitierung, Unterdrückung, Abgrenzung, Abschottung, Konflikt, Freudigkeit, all das, was wir da erleben, hat letztendlich eine zusätzliche parallele Wirkung, wenn man so will. Denn wenn wir im Außen, so ticken wir Menschen oft, wenn wir im Außen keinen Halt mehr finden, wenn im Außen alles Chaos ist, wenn im Außen alles Verwirrung stiftet und letztendlich nicht das ist, was wir wollen, bedeutet es, wir sind gezwungen als Menschen wieder nach innen zu gehen. Und genau das geschieht jetzt parallel nebenher, während wir hier im Außen das Vollchaos erleben und wirklich schwieriges Wahrnehmen, dadurch eben auch, dass Informationsquellen zugänglich sind jetzt zu den Menschen. Das heißt, man kriegt einfach auch viel mehr mit von dem, was stattfindet. Jedenfalls von dem, was negativ stattfindet. Das Positive kriegen wir immer noch nicht so mit, aber das wird sich auch noch ändern. Aber das hat als Auswirkung, dass wir diesen Halt, den wir im Außen suchen, den finden wir nicht. Und dann sind wir gezwungen, uns auf die Suche zu machen, ja, wo ist denn dieser Halt? Oder ja, wo liegt denn die Wahrheit? Oder ja, wo ist denn das, was ich eigentlich möchte? Wenn ich es in diesem Leben, in dieser Außenwelt nicht finden kann. Das bedeutet, die Situation, wie sie jetzt gerade ist, löst Suche aus. So viele Menschen, das haben wir in den letzten 3 Jahren auch schon festgestellt, machen sich auf die Suche, gehen tiefer. Das, was sich im Außen gezeigt hat, hat als Wirkung gehabt, dass die Menschen sich auf die Suche machen, dass die Menschen wieder fragen, was ist der Sinn des Ganzen? Was ist der tiefere Sinn von meinem eigenen Leben, von dem Ganzen da draußen, von allem? Und was will ich denn eigentlich? Will ich das so als Sinn haben? Oder was wurde mir bisher gesagt, dass der Sinn ist? Und sehe ich denn das überhaupt so? Oder sehe ich das so noch? Das heißt, es wird ein Suchen ausgelöst, wenn alles zusammenzubrechen scheint, wenn wir in eine Ecke gedrängt werden, wenn wir leiden, dann wird Suche, Sinnsuche ausgelöst, häufig als Nebeneffekt. Und das ist es, was wir die letzten 3 Jahre wahrgenommen haben und das ist es auch, was ich jetzt ganz stark wahrnehme. Dieser Aufbruch von vielen Menschen in Richtung
ich muss woanders suchen oder ich muss überhaupt mal eine Suche beginnen. Und dieser Weg wieder nach innen, dieses Suchen im Innern, sich mit der eigenen Weisheit und Wahrheit wieder zu verbinden, mit der höheren Weisheit und Wahrheit zu verbinden. Dieser Prozess wird verstärkt, je krasser und chaotischer es scheinbar wird in unserer Welt. Und das ist es, was, wenn wir jetzt so wollen, da, wo wir vielleicht manchmal mutlos werden, weil wir das Gefühl haben, die negativen Kräfte sind so stark und sie haben so viel Power hier, so viel Negatives zu kreieren, da kommt man gar nicht dagegen an. Genau das, wenn wir das wahrnehmen, ist das, was dann viele zum Erwachen bringt. Ist das, was viele dann irgendwann, wenn sie wirklich in die Ecke gedrängt sind oder wirklich ganz am Boden angekommen sind, in Verzweiflung mit dieser Welt und wie es ist, was sie dann sagen lässt, so, jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren. Jetzt stelle ich mich hin und jetzt sage ich Nein zu dem, wie es bisher war. Und jetzt sage ich ganz klar, ich beziehe Stellung und ich sage Nein, ich will nicht, dass es so weitergeht. Was auch immer es dann braucht oder für Konsequenzen hat, aber oft ticken die Menschen so, dass sie genau diese tiefsten Tiefen erst erfahren müssen, um dann zu sagen, genau von diesem Punkt aus, jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren. Also jetzt stelle ich mich hin und sage, was ich eigentlich will. Und sage Nein zu dem, was ich nicht bin. Und das ist es eben, was diese schwierige Zeit, die wir gerade durchmachen, im Endeffekt für Auswirkungen hat. Und wir können das auch schon sehen an den Menschen, die sich auf die Suche und auf den Weg gemacht haben in den letzten, ich nenne jetzt mal nur die letzten 3 Jahre. Ja, wir können das sehen. Noch nie haben so viele Menschen sich geöffnet für Themen jenseits dieser physischen Realität. Haben sich auf die Suche gemacht zu dem, nach Antworten auf die Frage, wer bin ich? Was bin ich eigentlich? Was ist das Ganze hier? Wie funktioniert Realität? Was ist Realität? Physik, Metaphysik? Wie hängen Wissenschaft und Spiritualität und weltliche Entwicklungen miteinander zusammen? Wie geht das? Wie ist das? Und das ist genau das, was, wenn wir so wollen, die dunkle Seite nicht verhindern kann. Dass sie das Licht gleichzeitig verstärken, je mehr sie hier rumwurschteln und Schwierigkeiten machen, sage ich jetzt mal so. Und was ich auch noch, also es ist nicht aufhaltbar. Dieser Weg des Erwachens ist nicht aufhaltbar. Ja? Und je mehr die dunkle Seite drum bemüht ist, das alles zu unterdrücken, desto mehr werden Leute sagen, ich will das so nicht und werden sich ins Erwachen begeben. Ja? Das ist nicht aufhaltbar. Und das andere ist aber auch, was ich mitgeben möchte, wenn du spürst oder merkst, das will ich nicht oder nicht mehr, dazu sage ich Nein. Und ich fokussiere mich dann auf das, was ich möchte. Ich möchte freien Willen hier promoten auf dem Planeten. Ich möchte sich frei ausdrücken hier promoten. Ich möchte Frieden hier, für Frieden mich einsetzen oder mich aussprechen. Ich möchte Liebe mit manifestieren, Mitgefühl, Brüderlichkeit, zusammen einen Weg in die Freiheit und die Harmonie finden, gemeinsam, nicht auf Kosten von, sodass ich es erleben kann, sondern gemeinsam, sodass wir das alle machen können, Dienst am anderen orientiert. Wenn wir spüren, das ist es, was wir wollen, ist es genauso wichtig, dass wir das, wozu wir Nein sagen, aber nicht verurteilen. Es gibt einen Unterschied zwischen eine Präferenz haben, etwas bevorzugen und das Nicht-Bevorzugte zu verurteilen. Denn sobald wir verurteilen, tragen wir, das ist eine negative Qualität, also heißt Dienst am anderen oder Trennungsbewusstseinsqualität. Ich kann nur etwas verurteilen, von dem ich mich getrennt fühle, das ich nicht als meins dann ansehe. Ja? Das bedeutet aber, sobald ich dann urteile,
vollziehe ich oder zeige ich eine Qualität des Negativen, was ich ja nicht will, was ich gerade verurteilt habe. Sprich, wir dürfen uns dann wieder bewusst machen, dass alles, was stattfindet, alles, was da ist, alles, was Schöpfung ist, ist Teil der einen göttlichen Schöpfung. Teil der einen Quellenschöpfung. Es gibt nur eine Quelle, in der all dieses hier stattfindet. Selbst das, was sehr, sehr konträr dieser ursprünglichen Qualität gegenübersteht. Aber es ist dennoch Teil der göttlichen Schöpfung. Und deshalb dürfen wir es nicht ausgrenzen und verurteilen, sondern müssen alles als eins betrachten. Dennoch dann wählend, was ist stimmig mit mir? Und wenn das der Weg der Einheit ist und wenn das der Weg der Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit ist, der Liebe, der Freiheit, der Freude, des Friedens, des Dienst am anderen, wenn das dein Weg ist, dann geh den mit ganzer Hingabe und wende dich dem komplett zu und sag ganz klar, was du willst und was du nicht willst, aber nicht im Verurteilen und in den Schattenstellen dessen, was du nicht willst, sondern das darf genauso da sein und sich ausdrücken, denn du bist ja alles, so wie alles alles ist. Es ist alles eins. Und es ist eine Herausforderung, diese non-duale Perspektive. Zum einen, es gibt nichts außerhalb von mir, alles ist innerhalb von mir, denn alles ist innerhalb dieses Göttlichen, dieses Bewusstseins. Alles findet innerhalb des Bewusstseins statt, von dem, in dem ich auch bin, von dem ich ein Teil bin, das ich bin. Nur als fokussierter Point, Punkt. Und das ist die Herausforderung in dieser Welt der Dualität, der Polarität, diese Haltung einzunehmen. Aber nur, wenn wir wegkommen vom Urteilen, wenn wir wegkommen vom Rache ersehnen, wenn wir wegkommen vom Vergeltung wollen, wenn wir wegkommen von falsch und richtig, gut und böse hin zu Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit in allem, denn alles ins Eins, nur dann kann die Welt auch heilen und nur dann kann die Welt in dieser Heilung ihren Weg vorwärts gehen, in diese Richtung. Und das ist es, was wir erleben und was auch nicht aufhaltbar ist. Denn schon, dass wir jetzt dieses Gespräch hier führen, ist ein Zeichen dafür, dass Menschen offen sind für überhaupt so eine Thematik, dass sie überhaupt bereit sind, sich mit so etwas zu beschäftigen, sich mit solchen Ideen, Konzepten, Gedankengängen überhaupt auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, was ist jetzt die Aufforderung an mich hier? Die Aufforderung ist, mich zu positionieren. Die Aufforderung ist, meinen Weg des Hinterfragens und des Suchens nach der größeren Wahrheit, nach dem tieferen Sinn und nach meinem Beitrag zu dem Ganzen, wo es hingehen soll, für mich in meiner Evolution und für meine Brüder und Schwestern hier auf dem Planeten, dass ich dem nachgehe, dass dem nachspüre und dann auch das lebe. Ja, also in Handlungen ausdrücken lasse, was in mir ist. Und das ist unaufhaltsam. Das geht vorwärts. Erde wird ein Liebesplanet werden, was auch immer andere für Interessen haben. Ja, die dürfen die haben. Aber die Nebenwirkung wird sein, mehr Wunsch und Sehnsucht nach Liebe, nach Freiheit, nach Frieden, nach Verbundenheit, nach Freude, nach gemeinsamem Dienst am anderen vorwärtsschreiten. Nach der Realisierung, alles ist eins. Das ist der Nebeneffekt von all dem, was hier geschieht. Und wir dürfen uns jetzt fragen, inwieweit sind wir ein hilfreicher Faktor darin, ein voranbringender Faktor darin, in der Mitschöpfung dessen, was wir wollen.